Robin Dutt ist angeschlagen. Die Entlassung von Alexander Zorniger, auch eine Niederlage für den Stuttgarter Sportvorstand. Er war sein Wunschkandidat, sollte den VfB umkrempeln. Jetzt ist er weg, nach nicht mal einem halben Jahr. Für ihn ist Interimstrainer Jürgen Kramny da. Und für Dutt beginnt die Suche nach dem richtigen Trainer für den taumelnden VfB erneut von vorn. Man schränkt sich total ein, mit voller Absicht. Weil wir uns einfach entschieden haben, dass nicht mit jedem Trainer alles auf den Kopf gestellt wird. Und ich glaube, dass Jürgen Kramny ein Teil dieses ersten Schrittes, den wir ab dem Sommer gegangen sind, also seit 4, 5 Monaten. Alexander Zorniger hatte in Stuttgart alles auf den Kopf gestellt. Auf klaren Wunsch der sportlichen Leitung, die eine einheitliche Philosophie für den ganzen Verein wollte. Jetzt spricht Sportvorstand Dutt davon, dass ein neuer Trainer die gegebene Konzeption neu interpretieren könne. Einerseits ein logisches Zugeständnis an einen neuen Coach, andererseits verwirrend, wenn in Stuttgart die Herangehensweise halbjährlich geändert wird. Interimstrainer Jürgen Kramny liegt, zum Glück für den VfB, fußballerisch auf Zornigers Wellenlänge. Seine Trainerkarriere verdankt Kramny aber vor allem einem anderen Schwaben, den er aus Mainzer Zeiten kennt, Jürgen Klopp. Ich denke, wir waren eine richtig gute Zweckgemeinschaft auf dem Platz. Also er hat oft hinter mir gespielt. Dann kam es zu dem einen Tag, wo er halt vom Spieler zum Trainer wurde. Ich war noch sein Zimmerkollege. Wir haben zusammen das erste Spiel mehr oder weniger vorbereitet. Das haben wir gewonnen. Das zweite haben wir auch gewonnen. Dann ist er Trainer geblieben. Und dann ist das sein Weg. Den kann man dann auch in Wikipedia danach verfolgen, was sich dann entwickelt hat. Wir sind immer in Kontakt geblieben. Er hat mich dann irgendwann, beziehungsweise die Vorgeschichte war, dass er natürlich meine Spielerkarriere beendet hat, aber meine Trainerkarriere mit Einfluss natürlich auch beginnen lassen hat. Also damals wollte er meinen Spielervertrag nicht mehr verlängern. Dafür hat er mir angeboten, die A-Jugend als Trainer zu übernehmen. Und so schließt sich am Sonntag ein Kreis, wenn der VfB in Dortmund ausgerechnet beim anderen Ex-Club Klopps antreten muss. In dem Stadion, in dem Jürgen Kramny sein erstes Tor als Profi erzielte.